So, wir haben die Funktion y gleich e hoch x gegeben. Und wir wollen einen beliebigen Punkt p raussuchen, zum Beispiel indem wir x gleich c wählen. C ist irgendeine Zahl, zum Beispiel hier gezeichnet für die Zahl 2. Und dann haben wir in der Vertikalen den Wert e hoch c. Und damit haben wir einen Punkt p definiert durch x ist gleich c und y ist gerade gleich e hoch c. Den könnten wir uns jetzt mit dem Taschenrechner ausrechnen. Wir suchen jetzt eine Funktion f von x der Form ax plus b, die die Eigenschaft hat, dass sie in dem Punkt p den gleichen Funktionswert hat und die gleiche Steigung hat. Und das ist also die Tangente f von x im Punkt p. Ja, da müssen einmal die Funktionswerte übereinstimmen. Wenn ich jetzt also im Prinzip bilde f von c, dann ist das a mal c plus b. A und b sind also die Platzhalter, die ich noch bestimmen muss. Und ich kann natürlich diese Funktion ableiten. Die Funktionsableitung ist einfach a. Und dann kann ich sagen, f' an der Stelle c ist einfach der Wert a. Ja, und der wirkliche Wert ist e hoch c. Und die Ableitung der Funktion ist natürlich auch e hoch c in dem Punkt. Damit habe ich das a bereits raus, das ist e hoch c. Und jetzt muss ich nur noch das b bestimmen. Das b ist also e hoch c minus a mal c. Und das a hatten wir bestimmt, e hoch c minus e hoch c mal c. Und das ist e hoch c mal 1 minus c. Damit kann ich die Funktion f von x ganz allgemein zusammenfassen. Als das a hatten wir raus als e hoch c. Das nehme ich mal x mal. Und jetzt kommt das b dazu. Und das ist e hoch c mal 1 minus c. Und ich kann das e hoch c noch ausklammern. Dann habe ich x plus 1 minus c. Ja, jetzt können wir natürlich spezielle Werte nehmen. Einen Wert haben wir schon ausprobiert, c gleich 1. Dann kann ich sagen, dann habe ich f1 von x raus. Das ist jetzt also für den Punkt p 1e. Und dann bekomme ich raus e hoch 1. Und dann ist für das c ja wieder die 1. Die beiden Einsen heben sich raus. Und dann bleibt e mal x über. Das ist also eine Steigung durch den Nullpunkt, eine Gerade durch den Nullpunkt mit der Steigung e. Also dieses Ding nochmal gezeichnet. Das ist einfach diese Gerade hier durch den Ursprung, die wir schon raus hatten. 1 und e, wenn wir in dem Punkt hier die Tangente dran legen. Dann kann ich mir natürlich noch c gleich 0 überlegen. Dann lege ich die Tangente genau in dem Punkt hier ran. Und dann kann ich sagen, dann habe ich f0 von x ist gerade, e hoch 0 ist 1. Dann steht da x plus 1 minus 0. X plus 1 ist dann also die Tangente da dran. Das heißt, wir gehen hier genau durch die 1 durch. Jetzt kann ich natürlich noch das f2 von x bilden. Da könnte ich beliebige jetzt bilden. Dann habe ich eben e Quadrat mal x plus 1 minus 2. Und das wäre e Quadrat mal x minus 1. So kann ich jetzt also für verschiedene x-Werte mir die Tangente überlegen. Ich habe eine allgemeine Formel. Und mit dieser allgemeinen Formel kann ich in jedem Punkt das Ding machen. Ich mache nochmal diese allgemeine Formel kenntlich. Das hier ist die allgemeine Tangente in jedem beliebigen Punkt. Also das hier ist die Gleichung der Tangente für beliebige c's. C also eine beliebige Zahl, da kann man jede reelle Zahl einsetzen. Und dann habe ich hier die Gleichung der Tangente an die e-Funktion.